Herzlich willkommen. Sie befinden sich hier in einem von mehreren Erstaufnahmelagern für Flüchtlinge des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Dieses Erstaufnahmelager wurde im September 2015 für die Aufnahme von 200 Flüchtlingen eingerichtet. Die Aufgabe eines Erstaufnahmelagers ist es, die Obdachlosigkeit von Flüchtlingen zu verhindern und ihre Verpflegung sicherzustellen. Der Aufenthalt in diesem Erstaufnahmelager dauert ca. 2 bis 8 Wochen. Danach werden sie an einem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen untergebracht. Mit diesem Video möchten wir informieren, wo sie sich genau befinden und wie das Leben in diesem Erstaufnahmelager abläuft. Sie sind in der Stadt Haltern am See im Ortsteil Siethen. Die Stadt Haltern am See hat ca. 38.000 Einwohner und die Ortsteile Stadtmitte, Lavesum, Siethen, Hullern, Flasheim, Hamm-Bossendorf, Liebramsdorf und Holtwig. Haltern am See liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 16 Bundesländer gehören zur Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist ein demokratischer Staat mitten in Europa. Circa 81 Millionen Einwohner leben hier. Die Bundeshauptstadt ist Berlin. Das Grundgesetz ist die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland. Einige Auszüge aus dem Grundgesetz möchten wir erläutern. Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Grundgesetz Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Jede Form von Gewaltausübung ist strafbar, innerhalb der Ehe, bei der Erziehung von Kindern und selbstverständlich auch im öffentlichen Raum. Grundgesetz Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Grundgesetz Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses ist unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Religion ist in Deutschland Privatsache und vom Staat getrennt. Jeder, Frau oder Mann, kann seine Religion frei auswählen und ausüben. Alle anderen haben das zu tolerieren. Grundgesetz Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Migranten müssen sich bewusst sein, dass sie nun in Deutschland leben. In einer Gesellschaft, die es ihnen ermöglicht, ihr religiöses, kulturelles und soziales Leben verwirklichen zu können. Es gibt in Deutschland auch Menschen, die Angst vor Fremden haben. Sollten diese aggressiv ihnen gegenüber auftreten, so holen sie sich Unterstützung bei der Polizei und werden nicht selbst aktiv, auf keinen Fall gewalttätig werden. Erwarten Sie nicht nur Toleranz von anderen, seien Sie selbst tolerant. Das Erstaufnahmelager in Siethen. Das gesamte Gelände um das Erstaufnahmelager herum ist aufgrund der früheren militärischen Nutzung mit Munition und sonstigen Kampfmitteln belastet. Für diesen Bereich gilt daher ein absolutes Betretungsverbot, da Lebensgefahr. Das Erstaufnahmelager wird geleitet vom Deutschen Roten Kreuz Coesfeld. Vor Ort ist ein Büro eingerichtet. Es sind Mitarbeiter des DRK ständig anwesend. Persönliche oder organisatorische Fragen werden von den Verantwortlichen gerne beantwortet. Das Erstaufnahmelager ist eingezäunt und wird von einem Sicherungsunternehmen überwacht. Jeder Besucher hat sich dort anzumelden. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haltern am See bieten als ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Mithilfe an. Ankunft im Erstaufnahmelager Siethen. Nach ihrer Ankunft werden sie in einem beheizten Zelt untergebracht und mit Speisen und Getränken versorgt. Anschließend wird jeder von einem Arzt untersucht. Zunächst Familien mit Kindern. Ein Befundbogen wird vom Arzt ausgefüllt.
Sollten weitere spezielle Untersuchungen erforderlich werden, so werden diese an anderen Stellen durchgeführt. Wurde kein besonderer Befund festgestellt, erfolgt die Unterbringung im Camp. Die einzelnen Verfahrensschritte sind die interne Registrierung, die Übergabe eines Aufklärungsbogens, die Ausgabe von Bettzeug, Decken und Kopfkissen, die Ausgabe von Hygienesets, Damen und Herren, die Zuweisung in die Unterkunft. Tagesablauf. Die kostenfreie Verpflegung wird im Speiseraum ausgegeben. Frühstück 8 bis 9:30 Uhr. Mittagessen 12 bis 13:30 Uhr. Abendessen 18 Uhr bis 19:30 Uhr. Zum Frühstück und Abendessen wird ein Lunchpaket und zum Mittagessen eine warme Mahlzeit gereicht. Es ist nicht gestattet, Speisen mit in die Unterkünfte zu nehmen. Im Camp sind 2 Notfallsammelpunkte vorhanden. Im Notfall kommen Sie bitte sofort hierhin. Das Tor wird um 22 Uhr geschlossen. Nachtruhe im Camp ist von 22 Uhr bis 7:30 Uhr. Veranstaltungsangebote. Durch ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger werden verschiedene Veranstaltungen direkt im Camp, in Haltern am See oder in Siten angeboten. Wie zum Beispiel Deutschkurse, Besuche im Willkommenscafé, Spiel- und Bastelnachmittage, Yogakurse, Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und weitere Veranstaltungen. Alle angebotenen Veranstaltungen werden im Speiseraum auf der Anzeigentafel bekannt gegeben. Eine Teilnahme ist freiwillig. Verhaltensmaßnahmen. Gegenseitige Rücksichtnahme ist erforderlich. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Die Essenszeiten sind einzuhalten. Sportausübung nur auf den dafür angelegten Außenflächen. Sanitäre Einrichtungen wie Toiletten und Waschcontainer sind vorhanden und für den jeweiligen Benutzer ausgezeichnet. Diese sind frei zugänglich. Bitte nach Nutzung die Räumlichkeiten sauber verlassen. Die Heizkörper in den Unterkünften bitte nicht mit Wäschestücken behängen. Akute Brandgefahr. In den Unterkünften ist das Rauchen verboten. Dort sind Rauchmelder angebracht. Werden diese Rauchmelder durch Rauch aktiviert, so wird die Sprinkleranlage in Betrieb gesetzt und automatisch ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Geraucht werden darf im Freien. Die Zigaretten gut ausdrücken und in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen. Der anfallende Abfall ist generell zu entsorgen. Müllbehälter sind an verschiedenen Standorten aufgestellt. Finanzielle Unterstützung. Jeder Erwachsene erhält ein Taschengeld von 30 Euro. Jedes Kind von 5 Euro pro Woche. Freiwillige Gemeinschaftsarbeit wird mit 1,05 Euro pro Stunde vergütet. Diese Vergütung wird gemeinsam mit dem Taschengeld ausgezahlt. Hygiene. Die Toilettenanlagen sind üblicherweise nach Geschlechtern getrennt, in Damen- und Herrentoiletten. Ausnahme hiervon sind meistens nur die Behindertentoilettenanlagen. Die Toilettenanlage ist zumeist in den Vorraum und die von innen abschließbare Toilettenkabine aufgeteilt. Nachfolgende Sanitärobjekte befinden sich in den Toilettenräumen. In der abschließbaren Toilettenkabine eine Toilettenschüssel mit Sitzbrille und Abdeckhaube, ein Toilettenpapierhalter, eine Toilettenspülung, eine Toilettenbürste, in Damentoiletten ein kleiner Abfalleimer. Hierin sind nur Hygieneartikel wie Tampons und Binden zu entsorgen. Bitte kein Toilettenpapier, dieses ist in die Toilettenschüssel zu werfen. Im Vorraum ein Waschbecken mit Ablage und Spiegel, ein Seifenspender oder Seifenschale, ein Handtuchhalter oder ein Papierhandtuchspender, ein Abfalleimer. Man klappt den Deckel auf und setzt sich auf die Toilettenbrille. In der Kabine finden Sie Toilettenpapier. Dieses wird nach der Benutzung in der Toilettenschüssel entsorgt. Danach ist die Wasserspülung zu betätigen. Rückstände in der Toilettenschüssel sind mit der Toilettenbürste zu beseitigen. Das Händewaschen ist nach der Toilettenbenutzung aus hygienischen Gründen erforderlich. Dazu sind Waschbecken mit Zubehör im Vorraum vorhanden. Die Waschbecken sind ausschließlich zum Händewaschen zu benutzen. Papierhandtücher sind im Abfalleimer zu entsorgen. Der Anstand gebietet es, dass man die Toilette so verlässt, wie man sie selbst vorfinden möchte, das heißt sauber und trocken. Urinal.
Auf den Toilettenanlagen befinden sich im Vorraum zumeist auch Urinale. Urinale sind nur von Männern zu benutzen. Nach dem Urinieren immer die Wasserspülung betätigen. Bitte keinerlei Abfall im Urinal entsorgen. Nach dem Urinieren sind die Hände am Waschbecken zu reinigen. Duschraum. Duschräume sind ebenfalls nach Geschlechtern getrennt. Bitte die Türsymbole beachten. Übliche Sanitärobjekte sind in Duschräumen vorhanden. Eine Duschtasse, auch offene Duschreihenanordnung. Eine Seifenablagevorrichtung. Eine Duschtür bzw. Duschvorhang, nicht bei offener Duschreihenanordnung. Eine Duscharmatur. Ein Duschkopf. Ein großer Abfalleimer. Hierin sind leere Verpackungen, Papierhandtücher, Einwegrasierer und so weiter zu entsorgen. Die Dusche dient ausschließlich zur Ganzkörperreinigung. Stellen Sie an der Armatur die gewünschte Wassertemperatur ein. Seifen Sie sich ein und duschen Sie sich ab. Der Duschkopf ist nicht zu entfernen. Danach ist das Wasser abzustellen. Bitte nach dem Abtrocknen alle Ihre Anziehsachen und Handtücher mitnehmen. Duschen sind kein Toilettenersatz und keine Stehtoilette. Waschmaschine. Bitte führen Sie die zu reinigende Wäsche in die Trommel der Waschmaschine ein. Die Trommel sollte maximal zu 2/3 gefüllt sein. Dann ist die Tür zu schließen. Fügen Sie die ausreichende Menge Waschmittel in das dafür vorgesehene Schubfach ein. Verwenden Sie hierfür den vorhandenen Messbecher. Dieser ist mit Fülllinien versehen. Da in Deutschland das Waschmittel hochkonzentriert ist, bitte den Messbecher nur bis zur unteren Fülllinie mit Waschmittel auffüllen. Damit ist ein Überschäumen der Waschmaschine ausgeschlossen. Wählen Sie nun das gewünschte Waschprogramm aus. 40 oder 60 Grad und betätigen Sie die Starttaste. Nach Ablauf des Waschvorganges stellen Sie die Maschine aus. Warten ca. 2 Minuten, bis die Türöffnungssperre durch ein vernehmbares Klicken aufgehoben ist. Dann öffnen Sie die Tür und entnehmen Ihre Wäschestücke. Wäschetrockner. Die frisch gewaschene Wäsche in die Trommel des Trockners einfüllen, maximal 2/3 des Trommelinhaltes. Die Tür schließen und das Trockenprogramm Schranktrocken auswählen. Die Starttaste betätigen. Nach Ablauf der Trockenzeit die Maschine ausschalten, die Tür öffnen und alle Wäschestücke entnehmen. Unten in der Tür befindet sich ein Sieb. Das Sieb ist zu reinigen und der Abfall im Mülleimer zu entsorgen, ebenso Plastiktüten, leere Verpackungen und so weiter. Oftmals sind in Wasch- und Trockenräumen auch Wäscheleinen angebracht. Auf diese sind zu trocknende Wäschestücke aufzuhängen. Bitte nach der Nutzung von Waschmaschine und Trockner den Raum sauber mit allen Utensilien, Wäschestücke, Körbe, Waschmittel verlassen. Notruf. Grundsätzlich ist man dazu verpflichtet, jeder Person in Not sofort und persönlich zu helfen. Parallel dazu ist ein Notruf abzusetzen. In öffentlichen Gebäuden sind häufig auch Direktschaltungen zur Feuerwehr oder Polizei vorhanden. Bei Feuer und/oder Verletzungen rufen Sie die Feuerwehr. Notruf 112. Bei Einbruch, Verkehrsunfällen, Sach- und Personenschäden rufen Sie die Polizei. Notruf 110. Beantworten Sie folgende Fragen. Wo ist es passiert? Was ist genau geschehen? Wie viele Verletzte gibt es? Welcher Art sind die Verletzungen? Warten Sie auf Rückfragen der Leitstelle. Die Notrufe sind kostenfrei und rund um die Uhr an 365 Tagen erreichbar. Wenn die Polizei oder die Feuerwehr eintrifft, halten Sie Abstand zur Unfallstelle. Bei Feuer in Räumen oder Häusern verlassen Sie in Ruhe das Gebäude in Richtung der Notausgangspfeile und laufen direkt zu den Notfallsammelpunkten. Benutzen Sie nur die Treppenanlage, auf keinen Fall Lifte oder Aufzüge. Kleine Feuerstellen können Sie auch mittels Feuerlöschern versuchen zu löschen. Umweltschutz. Müllentsorgung. Ziel ist es, Müll und Abfall zu vermeiden. Unter Mülltrennung versteht man das getrennte Sammeln von unterschiedlichen Sorten des Abfalls. Der getrennte Abfall kann somit dann einer Weiterverwertung zugeführt werden. An verschiedenen Standorten im öffentlichen Raum sind Mülleimer, Mülltonnen, Glas- und Bekleidungscontainer sowie Papierkörbe aufgestellt. Bitte entsorgen Sie grundsätzlich den von Ihnen produzierten Abfall.
werfen Sie keinen Müll einfach auf den Boden, sondern in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Das gilt auch für Zigarettenreste. Mülltrennung. In Deutschland wird der Müll in verschieden farblich gestaltete Behältnisse entsorgt. Grau für Restmüll, blau für Altpapier, gelb für Wertstoffe, grün oder braun für Biomüll. Flaschenpfand. Auf die meisten Einweg- und Mehrwegflaschen wird Pfand beim Kauf berechnet. Den einbehaltenen Flaschenpfand erhält man bei der Rückgabe der Flaschen zurückerstattet. Bei Einwegflaschen und Dosen 25 Cent, bei Flaschen aus Glas oder Hartplastik 15 Cent. Essen. In Deutschland verwendet man zu allen Mahlzeiten Essbestecke. Bei fast allen Gerichten wird mit Löffel, Messer und Gabel gegessen. Lediglich bei Fastfood-Gerichten kann man darauf verzichten. Neben Rindfleisch, Geflügel und Wild wird auch Schweinefleisch verzehrt. Um sich zu vergewissern, welche Fleischsorte das zubereitete Essen beinhaltet, kann man immer nachfragen. Süßigkeiten enthalten oft Gelatine, die aus Schweinefleisch gewonnen wird. Wollen Sie Halal-Produkte, so kauft man diese, die mit Halal vegetarisch oder vegan gekennzeichnet sind. Trinken. Beim Essen oder bei geselligen Anlässen werden alkoholfreie und alkoholische Getränke angeboten. Es bereitet jedoch keinerlei Probleme, alkoholische Getränke abzulehnen. Leitungswasser kann in Deutschland unbedenklich getrunken werden. Es sollte jedoch nicht getrunken werden, wenn hierauf besonders hingewiesen wird, mit einem Schild oder einer Plakette, auf dem steht »Kein Trinkwasser«. Auto- und Fahrradfahren ist unter Alkoholeinfluss verboten. Rauchen. An vielen Orten besteht ein generelles Rauchverbot. In allen öffentlichen Gebäuden, in Restaurants und Gaststätten. Nur in gesondert ausgewiesenen Bereichen, Raucherzonen, darf geraucht werden. In privaten Wohnungen fragt man den Gastgeber, ob Rauchen gestattet ist. Im Freien darf geraucht werden. Zigaretten gut ausdrücken und die Rauchabfälle in dafür gesonderte Abfallbehälter entsorgen. Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind in Deutschland unterschiedlich. Bei Ämtern und Behörden sind diese in der Regel von 9 bis 16 Uhr. Samstag und Sonntag sind Ruhetage. Bei Banken, Geschäfts- und Ladenlokalen sind die Öffnungszeiten meistens an der Eingangstür angeschlagen. Sonntag ist Ruhetag. Deutsche schätzen Pünktlichkeit. Wenn Termine abgestimmt sind, wäre es unhöflich, verspätet zu erscheinen. In einem solchen Fall bitte den Gesprächspartner vorher über die Verspätung informieren. Einkaufen. In verschiedenen Arten von Geschäften werden unterschiedliche Produkte angeboten. Man unterscheidet nach Einzelhandelsfachgeschäften, Damen- und Herrenmode, Schuhe und so weiter, Discountern und Märkten. In Einkaufszentren werden fast alle Produkte angeboten. Bitte nichts anfassen, sondern das Bedienungspersonal auf den gewünschten Artikel hin ansprechen. Dies nehmen Sie dann aus der Auslage und zeigen Ihnen gerne die Ware. Man kann sich beraten lassen, den Preis erfragen und sich dann entscheiden, ob man kaufen möchte. Außerdem kann man nach Alternativen bzw. nach gesonderten Angeboten fragen. Frische Lebensmittel kann man auf Wochenmärkten oder auch in Einzelhandelsfachgeschäften einkaufen. Fleisch, Wurst, Aufschnitt beim Metzger, Brot, Brötchen, Kuchen beim Bäcker, Gemüse, Obst, Kartoffeln, Blumen auf dem Wochen- oder Bauernmarkt oder auch bei landesüblichen Anbietern. Türken, Griechen, Asiaten. Sonstige Fachgeschäfte für Tabakwaren in Fachgeschäften oder an Kiosken, Smartphones, Prepaid-Handys, Handykarten, Verträge mit verschiedenen Handybetreibern in Fachgeschäften, Briefmarken, Paketaufgabe in Postfilialen. Discounter haben eine große Sortimentauswahl von Produkten des täglichen Bedarfs. Hier bekommt man sowohl Lebensmittel, frisch oder in Verpackungen, Konserven als auch Getränke, Rauchwaren, Zeitschriften, Bekleidung, Haushaltswaren und weiteres. Man nimmt am Eingang einen Einkaufswagen oder Korb, legt die gewünschten Produkte hinein, geht zur Kasse und bezahlt. In Tankstellen kann man häufig rund um die Uhr einkaufen. Die Waren sind jedoch im Vergleich zu anderen Anbietern relativ teuer. Verkehrsverhalten. Auf der rechten Straßenseite wird mit dem Fahrzeug oder Fahrrad gefahren. Die Verkehrszeichen sind zu beachten und sein Verhalten danach auszurichten. Sollten gesonderte Fahrrad- und Fußgängerwege existieren, so sind diese zu nutzen.
Es ist sinnvoll, sowohl beim Fahrradfahren als auch beim Laufen außerhalb von geschlossenen Ortschaften oder auf unbeleuchteten Wegen Warnwesten anzuziehen. So wird man von den anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen. An Straßen- oder Fußgängerwegen läuft man auf der linken Seite. Bitte hintereinander laufen und nicht nebeneinander. Währung. In Deutschland und weiteren europäischen Ländern ist der Euro die gültige Währungseinheit. Es gibt nachfolgende Werteinheiten. 500, 200, 100, 50, 20, 10 und 5-Euro-Scheine. 2 Euro, 1 Euro Münzen. 50, 20, 10, 5, 2 und 1 Cent Münzen. Thank you.